mitten im Sommer. Einige Pflanzen fangen an, richtig zu wuchern, geben auch schon die ersten Früchte, während wiederum andere Pflanzen klein und schmächtig bleiben, trotz alledem, dass sie schon seit mehreren Wochen im Beet sind. Warum bleiben denn diese Pflanzen klein und welche Fehler solltest du vermeiden, damit dir das nicht passiert? Schließlich bauen wir an, um zu ernten. Es beginnt bereits mit der Vorzucht, wenn wir unsere Hände nicht stillhalten können und mit der Aussaat richtig früh beginnen und dann im Frühjahr schon etwas größere Pflanzen haben, da ein paar Tage mal kommen, in denen es etwas wärmer ist und wir uns dann denken, alles klar, probieren wir es doch einfach mal, die Pflanzen einfach rauszusetzen in die neue Umgebung, beispielsweise ins Gewächshaus oder in die Beete. Problem dabei ist, dass es im Frühjahr schon durchaus warm sein kann, damit hier beispielsweise Gurken, Kürbisse, Tomaten, Auberginen, Paprika wachsen können. Aber die Nächte sind recht kühl und diese wärmeliebende Pflanze können dadurch einen Schock bekommen, wodurch ihr Wachstum dann gehemmt ist über mehrere Wochen hinweg. Und wenn du Pflanzen nach draußen setzt, die etwas kältebeständiger sind, beispielsweise Salat oder Kohl, und du hast sie auch nur in dem warmen Haus großgezogen, ohne sie vorher abzuhärten auf die Umgebung, auf die Temperaturschwankungen, auf die Sonne, auf die Luft, also einfach auf das Klima von deinem Garten, dann werden die auch sehr viel Stress haben und auch mit dem Wachstum stoppen. Für eine gewisse Zeit. Auberginen beispielsweise, da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn die so einen Kälteschock mal abbekommen, dann kannst du sie so gut wie vergessen. Die werden dann im August noch etwas klein sein, bis sie dann anfangen mit dem Wachstum. Ist schon wieder September, Oktober, ist mir einige Male passiert und dann ist es mit der Ernte eh vorbei. Also daher ein bisschen Geduld haben. Hier. Kühle Temperaturen im Frühjahr kannst du ein bisschen entgegenwirken, beispielsweise mit einem Frühbeet, einem Gewächshaus oder Vlies. Aber da sind die Temperaturen auch vielleicht nur minimal 1-2 Grad in der Nacht. Wenn wir unsere Pflanzen in solchen Töpfen vorziehen und sie dann ins Beet setzen, dann werden sie auch einen Umtopfschock bekommen. Das kann auch das Wachstum für ein paar Tage hemmen und deshalb gießen wir zum Beispiel auch ordentlich, damit hat zusätzlich Wasser die Pflanze damit ihren Stress kompensieren kann und auch hier sie wieder besseren Erdkontakt haben und hier alles super umschlemmt ist und sie auch ihre Wurzeln etwas tiefer setzen kann. Wenn eine Wurzelballen voll ist, dann kommt die Pflanze nicht irgendwo weiter weg und das heißt, wenn wir sie dann reinsetzen, wird sie dann ihre Wurzeln weiter ausbilden. Oberflächlich wächst sie zwar nicht, aber über die Tage und auch ein paar Wochen hinweg wird sie halt weiter ihre Wurzeln ausbilden und dann, wenn es dann warm genug ist und die optimalen Bedingungen auch vorhanden sind, auch mit dem Wasser, wird sie förmlich explodieren. Kann auch sein, dass sie wieder beim Umtopfen Wurzelschäden verursachen, weil wir sie nicht ordentlich und sauber aus dem Topf nehmen. Da muss sie sich auch dementsprechend erholen. Wenn ich meine Pflanzen in Kübel kultiviere, schaue ich, dass hier ein Kübel habe, der auch groß genug ist. Wenn ich jetzt die Melone hier drin lasse, dann weiß ich ganz genau, sie wird wahrscheinlich ganz kleine Früchte bilden, wenn sie überhaupt diese versorgen kann, weil da sehe ich schon alleine, die wird nicht viel Wurzeln ausbilden können, nicht viele Nährstoffe auch bekommen. Von daher schau dir an, welche Kulturen du auspflanzt und welche Größe sie auch benötigen. Beispielsweise braucht jetzt so ein Salat jetzt nicht so ein 90 Liter Mörtelkübel zum Wachsen, wohingegen vielleicht bei einer Traube es besser ist, die vielleicht in einem länglichen Container anzubauen, wenn ich da Stecklinge mache, damit sie halt, weil sie ja Tiefwurzel ist, damit sie halt hier tief ihre Wurzeln auch bilden kann, bevor ich sie beispielsweise auspflanze. Und bei den Kürbisgewächsen im Allgemeinen solltest du auch aufpassen, gleich von Anfang an größere Töpfe zu nehmen, weil die sind sehr wuchsfreudig und die mögen es auch nicht, wenn man sie zu stark pickiert. Weil ihre Wurzeln sehr empfindlich sind und sie mögen im Allgemeinen nicht so sehr, das Umtopfen verursacht einfach viel zu viel Stress. Und da solltest du auch bei der Vorzucht das richtige Timing überlegen. Wann pflanze ich denn meine ganzen Pflanzen aus? Habe ich kein Gewächshaus? Dann sollte ich vielleicht bis zum Mai warten, bis halt dann die Tage auch wärmer werden. Auch die Nächte, dass ich halt nicht einerseits die ganze Zeit durch das Umtopfen hier die ganze Zeit Schock für die Pflanzen verursache. Und wenn sie dann nicht umgetopft werden kann, dann bleibt sie mal so in den kleinen Topf, denn dann hemme ich sozusagen auch das Wachstum. Macht keinen Sinn. Also nimm dir die Zeit, überleg dir, wann pflanze ich denn wann die Sachen aus und ein paar Wochen vorher überlege ich mir dann, okay, da sehe ich dann das erste Mal aus, damit ich hier einen fließenden Übergang habe. Wir wissen alle, dass wir einen lockeren, krümeligen und fruchtbaren Boden benötigen, damit die Pflanzen hier super wachsen können, die Wurzeln ohne Probleme sich ausbreiten und hier ein solides Wachstum gewährleistet ist. Sobald der Boden verdichtet wird, haben wir einerseits das Problem, dass die Pflanze viel Kraft benötigt, um diesen verdichteten Boden aufzubrechen, wenn sie das überhaupt kann. Oder dass sich dann auch zusätzlich nochmal Staunässe bilden kann, die Wurzeln deshalb faulen und in die Pflanze eingeht. Deinen Boden auf Staunässe kannst du so prüfen, indem du ein Loch gräbst, da Wasser reinfüllst und guckst, wie lange dauert es, bis das Wasser absickert. Es sollte solide und schnell passieren. Wenn es zu lange dauert, dann hast du ein Problem. Dann würde ich den Boden auflockern,
eventuell mit einer Grabgabel arbeiten oder mit der Broadfork. Hier sehr viel Mist auch einarbeiten, beispielsweise Pferdemist, der etwas abgelagert ist, und sehr viel mulchen, damit der Boden hier sehr viel Humus aufbauen kann, krümeliger wird und das Mikrobiom zusätzlich arbeitet. Kannst auch mit Gründüngung arbeiten, damit sie mal vorher auch den Boden aufbrechen. Beispielsweise Sonnenblumen sind hier sehr gut geeignet. Und du solltest es vermeiden, in deinen Beeten zu laufen, vor allem wenn es regnet, denn durch dein Gewicht und dein Gelaufe wirst du noch mehr den Boden verdichten. Sowohl ein zu viel an Wasser kann ein Problem für die Pflanzen sein, aber auch wenn es zu lange trocken ist und hier die Dürre ist und die Pflanzen gar kein Wasser mehr bekommen, dann werden sie auch ihr Wachstum einschränken. Also schau, wenn es möglich ist, dass du hier eine kontinuierliche Feuchtigkeit bei deinen Pflanzen bekommst, sie auch dementsprechend auch auf die Trockenheit trainierst, damit sie halt zum Beispiel Wurzeln tief nach unten bringen und von dort aus ihr Wasser holen. Mulchen auch kann ich nur sehr empfehlen, habe ein Video auch dazu gemacht, was du alles in der Trockenheit machen kannst, werde ich dir hier oben in der Infobeschreibung verlinken. Wenn deine Jungpflanzen schon viel zu früh mit der Blütenbildung beginnen, machen zum Beispiel bei mir die Paprika sehr gerne, dann werde ich diese auch rausbrechen. In dem Beispiel ist in dem Topf viel zu wenig Platz, damit die Wurzeln hier das ganze Wachstum von der Pflanze erhalten können, und auch noch die Blüte und die Fruchtbildung ist einfach viel zu viel. Deshalb rausmachen und auf die nächsten Blüten warten, bis halt die Pflanze dann noch groß genug ist, um das alles auch versorgen zu können. Deine Pflanzen bleiben auch klein, wenn du sie ungünstig pflanzt. Also beispielsweise, dass sie durch andere Pflanzen dann beschattet werden. Also wenn ich zum Beispiel in einem Kartoffelbeet so eine Reihe mache und zwischendrin zum Beispiel Salatpflanzen und ich den Abstand nicht berücksichtigt habe, die Kartoffeln dann sehr schnell wachsen und dann halt ihr Laub über den Salat stülpen und der Salat halt dadurch zu viel beschattet wird, nicht sich schön auswählt, sondern mehr in die Höhe steigt, weil er halt nicht genug Licht hat. Das gleiche kannst du auch natürlich auf andere schnellwüchsige Kulturen anwenden, beispielsweise Tomaten, Gurken oder auch Kürbisse, wenn du halt hier etwas langsamer wachsende Kulturen reinsetzt, wie beispielsweise Salat. Daher achte in deiner Beet- und Gartengestaltung, dass du etwas kleineren Pflanzen vor den größeren setzt, also dass die Bäume weiter hinten stehen, damit sie zum Beispiel nicht deinen ganzen Garten beschatten. Pflanzabstände solltest du auch einhalten. Wenn du zu eng beieinander setzt, haben die Pflanzen einfach nicht genug Platz. Beispielsweise, wenn man das großzügig Möhren aussieht, mache ich auch sehr gerne, dass ich halt jetzt hier nicht eine saubere Reihe mache, sondern etwas mehr aussehe und dass halt einfach die höchstmögliche Chance habe, dass auch alles gefüllt ist vom Beet, dass halt die Keimrate recht hoch ist. Wenn aber jetzt zu viel an einer Stelle rausgekommen ist, dann werde ich sie auch immer wieder vereinzeln oder ein bisschen wachsen lassen und hier so kleine Snack-Möhren beispielsweise mit rausnehmen. Gleiche mal ja auch mit Salat, wenn ich halt zum Beispiel zu eng gesetzt habe, dann werde ich zum Beispiel in der Mitte von drei Salaten einen rausnehmen, damit die anderen beiden wieder ein bisschen mehr Platz haben und hier schöne Köpfe ausbilden können. Hinten auf den Saatguttütchen stehen ja in der Regel die Abstände, die du ja in den Reihen und zwischen den Reihen ja einhalten solltest, damit halt die Pflanzen optimal wachsen können. Steht ja nicht ohne Grund dort. Und zum Schluss leidiges Thema von jedem Gärtner, und zwar die Schädlingsbekämpfung, sei es jetzt von kleinen Tierchen und Insekten wie Schnecken, Kartoffelkäfer oder auch Läuse, die halt hier die Pflanzen angreifen, abfressen oder aussaugen, oder auch Pilzkrankheiten. Das sind einfach solche Sachen, die deinen Pflanzen schaden, die auch das Wachstum enorm hemmen können. Und das kennt man einfach, wenn die Pflanzen so stark die ganze Zeit von Schnecken angefressen werden, dann haben sie halt wenig Blattmasse, können wenig Photosynthese dadurch machen und bleiben halt dementsprechend auch klein. Was du gegen Schnecken machen kannst, habe ich ein Video gemacht, werde ich dir oben in der Infobeschreibung verlinken. Was ich gegen Blattläuse mache, ist, ich nehme zum Beispiel Knoblauchsud und besprühe damit die Blattläuse. Beim Kartoffelkäfer kann man zum Beispiel Nemöl nutzen oder ich sammle sie einfach ab. Und ich habe auch ein Video dazu gemacht, was du für Blühpflanzen bei dir im Garten reinsetzen kannst, damit du beispielsweise Schädlinge abschreckst oder sie von deinen Hauptpflanzen ablenken kannst. Beim Kohlweißling kannst du zum Beispiel so Insektennetze nutzen, damit die jetzt nicht direkt die Eier unter deinen Kohlpflanzen setzen können. Das waren einige Gründe, warum deine Pflanzen im Wachstum stagnieren. Jetzt kannst du diese Fehler auch vermeiden. Hier an der Seite findest du noch weitere spannende Videos, wie du einen Permakulturgarten auch Schritt für Schritt aufbauen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat und Mehrwert gegeben hat, gerne Daumen nach oben gehen. Gerne auch dieses Video an deine Gartenfreunde teilen, auch Gartenanfänger, damit sie auch diesen Mehrwert mitnehmen können. Gerne auch diesen Kanal auch kostenlos abonnieren, dabei auf die Glocke drücken, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. In diesem Sinne bedanke ich mich vielmals, dass du eingeschaltet hast, und wir sehen uns im nächsten Video.